In Waldkirch bestand von 1431 bis 1806 ein Kollegiatstift. Die 6 Chorherren wurden im Chor der alten St. Margaretenkirche bestattet. In der Barockzeit entstand eine neue Kirche. Diese Kirche wurde von dem Vorarlberger Baumeister Peter Tump errichtet. In dieser Kirche wurde ein neuer Bestattungsort geplant. Am Eingang zur Kirche entstand auf der gesamten Breite des Kirchenschiffes ein kellerartiger Raum. Diese 3 Platten versperren noch den Weg in die Gruft. Der Zugang erfolgt durch eine steile Treppe. In diesem Raum wurden, ähnlich wie Bienenwaben, 57 Grabkammern angelegt. Die Gruft selbst ist denkbar schlicht. Sie besteht aus 3 übereinanderliegenden Reihen mit je 19 Kammern. Diese Kammern sind 2 Meter tief und etwa 60 Zentimeter hoch. Zwischen der Fertigstellung der Kirche im Jahre 1734 und dem Verbot durch Kaiser Joseph II. In Kirchen zu bestatten, wurden 15 Kammern belegt. Bestattet wurden hier die Chorherren des St. Margaretenstiftes, und zwar jeder, der wollte. Die 15 Personen, die hier bestattet wurden, wurden in einem Zeitraum von 50 Jahren bestattet. Vor einigen Jahren wurden diese Gräber oder einige Gräber geöffnet, und darin befinden sich schlichte Särge aus Tannenholz mit den Bestattungen. Teilweise waren die Textilien der Bestatteten noch zu erkennen. Im Jahre 1981 ließ Hermann Rambach schließlich eine weitere Kammer öffnen. Die des 1769 verstorbenen Propstes Franz Märklin. Darin befand sich ein schlichter, bemalter Brettersarg aus Nadelholz. In der linken Hand hielt der Verstorbene einen Messkelch aus Holz. Als diese Gruft erstmals wieder begangen wurde, fand man solche Blechtafeln wie die, die ich jetzt in der Hand halte. Die waren offensichtlich jeweils vor den Kammern befestigt, damit eben jeder sehen konnte, wer in der belegten Kammer jeweils bestattet war. Als man die Gruft geöffnet hat, fand man aber nur noch diese Tafeln vor mit Resten einer Beschriftung. Die Beschriftung selbst war nicht mehr lesbar. Deswegen konnte man anhand dieser Tafeln nicht erkennen, wer dahinter bestattet war. Das erfolgte aber über andere Archivalien, sodass wir heute wissen, wer in welcher Kammer bestattet war. Der verdiente Heimatforscher Hermann Rambach berichtet davon, dass 1945 die Gruft erstmals seit längerer Zeit wieder geöffnet wurde. Damals lagen die Blechtafeln aufgestapelt in einer leeren Kammer. In einer weiteren Kammer befand sich eine bemalte Holztruhe, die mutmaßlich aus dem 16. Jahrhundert stammt. Diese Truhe ist heute nicht mehr auffindbar. Durch eine Verordnung von Joseph II. Wurde aber die Bestattung in Kirchen 1782 untersagt. Trotz des Verbotes wurde 1785 ein Chorherr in der Gruft bestattet. Die nach 1785 Verstorbenen wurden auf dem Friedhof in Waldkirch beerdigt. Dann wird der Zugang wieder verschlossen und wer weiß, wann er wieder geöffnet wird.